Die Rauchsäule ist weithin sichtbar, die Flammen auch. Es ist kurz nach 11 am Samstag, als das Dach der ehemaligen Diskothek einstürzt. Der Sauerstoff facht das Feuer noch einmal an. Durchzünden nennt man das bei der Feuerwehr. Allerdings, ab jetzt sind die Löscharbeiten auch einfacher, denn die ersten Stunden war es sehr schwer, überhaupt an den Brandherd heranzukommen. Von der Zugänglichkeit momentan relativ unübersichtlich, Rauchentwicklung aus allen Öffnungen des Gebäudes. Beim Eintreffen, beim ersten Angriffstrupp ist schon die Zwischendecke im Vorbereich eingestürzt und daher sind auch keine Einsatzkräfte mehr ins Gebäude reingegangen. Und so blieb den etwa 150 Einsatzkräften zunächst nichts anderes übrig, als von außen zu versuchen, die Flammen zu bekämpfen. Eine mühsame Angelegenheit. Das Feuer beeinträchtigt das gesamte Zentrum des Kaufbeurer Ortsteils Neugablonz. Die Bewohner der umliegenden Häuser werden vorsorglich evakuiert. 7 Personen müssen wegen des beißenden Rauchs, der Aufregung oder anderer kleinerer Blessuren ärztlich versorgt werden. Und momentan versuchen wir im Prinzip einen weiteren Innenangriff so weit möglich über die Öffnungen vorzutragen, die umliegenden Gebäude zu schützen und nach ins Gebäude vorzudringen, um den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Jetzt aktuell gerade haben wir den Wochenmarkt geschlossen, das einfach nicht vertretbar ist durch die Rauchentwicklung in der Umgebung und den Niederschlag auf den Lebensmitteln. Also die Stadt Kaufbeuren ist momentan dabei, den Wochenmarkt abzusagen. Am Abend war das Feuer dann gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1 Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.